Jo, was geht, Leute? Heute machen wir weiter mit Stick It to the Stickman, mit den Koffeinsüchtigen. Und wir gucken mal, was der so drauf hat. Let's go! Er trinkt auf jeden Fall random Kaffee. Und was mir gesagt wurde, ist, ich soll die Leute nicht umbringen, bevor ich den XP, bevor ich die Promotion eingesammelt habe. Roll. Gun. Forward Kick. Weil ich krieg jetzt, wenn ich die töte, keine XP. Das ist dieser gelbe Balken da unten. Das heißt, ich muss erst die Promotion einsammeln. Und dann nehme ich die Gun. Und dann kriege ich wieder XP. Und dann kriege ich viel mehr Promotion zusammen. Dann könnte ich den Boss auch viel einfacher besiegen, den Decken. Jetzt habe ich da oben wieder eine Promotion und kann es wieder einsammeln direkt. Und wie gesagt, ich kriege die XP sonst nicht. Machine Gun. Let's go. Die werde ich doch direkt mal testen hier. Ah, perfekt. Sit-ups. Reduce Damage. Hä? Okay. Damage Reduction ist gut. Direkt am Boss jetzt testen. Baba. Was? Der war ja wanted. Oh mein Gott. Was habe ich mit dem gemacht? Okay, die Maschinenpistole ist geisteskrank. Oh, nicht töten. Lass mich durch. Ich kann auf die raufspringen und kriege aber keinen Damage. Zum Minigun kann ich das upgraden. Machen wir doch direkt. Ja moin. Am Boss hat die aber mehr Schaden gemacht. Direkt die Promotions einsammeln, bevor ich hier was töte. Red Bull, there is the 2 health, next 4 hits are double damage. Spin kick. Spin kick. Ach nee, ich darf keinen töten. Ich komme sonst nicht durch. Weg. Komm mal her. Babab. Okay, weiter upgraden kann ich sie nicht. Helikopter kick. Der klingt auch interessant. Bababam. Bam. Und Promotion. Multitask, increase health, sit-ups. 3 extra Armor. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das die Maschinenpistole haben. Ich kann nicht mehr reden. Nochmal reintreten. Ciao. Oh Gott, diese Maschinenpistole, diese Minigun einfach. Helikopterkick. Der Boss ist useless, der wurde einfach gemacht, um, ich glaube, um seine Fähigkeiten zu testen. Keine Ahnung. Und die Minigun hat wieder sehr viel Schaden gemacht am Boss. Normalen Viechern macht die nicht so viel. Tschüss. Ich will noch mehr Sachen zum Werfen. Da wir eh extra Ammo haben, lohnt sich das, glaube ich, ganz gut. Gab es diesen dicken Boss auch schon im ersten Run? In unserem allerersten Video? Weil ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern, dass ich den da besiegt habe. Im ersten Run habe ich es ja direkt zum Endboss, glaube ich, geschafft. The next move receives 1 ammo. Wie? The next move receives 1 ammo. Das ein Move gibt mir jetzt Ammo, oder was? Oder immer, wenn ich den Move mache. Verstehe ich nicht. Oh. Hauptsache alles verfehlen. Ciao. So, jetzt kommt wieder der Digge. Jetzt haben wir aber Sachen zum Werfen. Ach nee, wir haben da einen Move, der jetzt Ammo bringt. Jetzt kriege ich ihn und mach so. Oh Gott, der ist jetzt komplett Pipifax. Oh, ich hab nichts gesagt, Digga. Okay. Du warst easy. The next 3 moves receives 1 ammo. Okay. Bin noch nicht ganz
Ganz dabei. Über ein Red Bull Upgrade. Mehr Health. Regen. Groin Pain lasts 2 seconds longer. Immer noch, ich habe immer noch keinen Plan, was das ist. Max Health for every move. Increase all kick damage. Aber wir spielen ja eh auf Waffen, deswegen bin ich ein Multitasker. 8 Leben mehr. Das ist der Run, Leute. Weg mit dir. Also Minigun ist übel OP. Na, erstmal gegen die Wand schießen. Aber ich raff das mit dem Stash noch nicht. Oh, ich muss aufpassen wegen XP wieder. Bap, 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 lass mich durch. Danke. Snortco. Ja. Davon distanziere ich mich natürlich. Wir nehmen die Mailbomb. Oh Gott. Will nicht wissen, was, wie das aussieht, wenn ich das andere nehme. Genommen hätte. Vielleicht beim nächsten Mal. Oder irgendeinen anderen Run. Wer weiß. Nein, nicht töten. Ah. Glugan. Karate Strike. Okay. Ich mag die Glugan nicht. Und den Karate Strike will ich auch nicht haben. Okay, jetzt haben wir auch gemaxt. Jetzt haben wir auch viel mehr gemaxt, seitdem wir darauf achten, dass wir die ganze XP mitnehmen. Suspicious Stockpile. The next removes receive one ammo. Wir gehen auf Ammo. Erstmal den Helikopter machen. Oh, den habe ich ja komplett gegeben. Die Briefbombe erstmal ins Nichts schmeißen. Ganz wichtig. Ja, ja. Nehme ich auch. Einfach One-Hit. Increase all punch damage. Ignore the first damage on any floor. Ja. Punch Damage, wir haben ein Punch. Ne, zwei. Und das hier lohnt sich auch nicht wirklich, oder? Ne. Naja, besser als nichts. Gucken wir, dass wir das nächste Mal ein paar Punches nehmen. Ja, Upgrades kriegen. Oh Gott. Oh, ich hab dem Oma aus dem Fenster getreten. Oh mein Gott. Krank. Moin! Also Dinge, die schießen, machen echt viel Schaden. Wenn man dazu noch extra Munition hat, ist einfach Cheat. Bap. Ich weiß gar nicht, ob alle Charaktere die Waffen kriegen können und so. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Beim Trinken umgefallen. Ja, moin. Den Boss auch letztes Mal? Bin so verwirrt, ich habe echt keine Ahnung. Ach doch. Doch, doch, ich erinnere mich. Aber da war nicht so einfach, weil ich da keine Minigun hatte. Die OP-Waffe. So, da haben wir einen neuen Punch-Move, ganz wichtig für unsere extra Damage. Bam, bam, bam. Und weg mit euch. Oh, ich habe sie nicht rausgetreten. Jetzt aber. Ach, diese Labertaschen wieder. Weg. Der hat sich noch ein bisschen dagegen gewehrt, vor es runterfallen. Increase all kick damage. Habe ich Kicks? Ein paar, ne? Groin Pain Nust. Ich muss mal googeln, was das genau ist. Aber ich nehme das jetzt einfach mal. Ah, Mist. Darf ich noch nicht töten. Nehmen wir das. Wieder was zum Werfen. Er hat seinen Kollegen einfach rausgekickt, indem er mich gegen seinen Kollegen gekickt hat. Der stark gemacht hat von ihm. Oh Gott, wir haben so viele Upgrades. Dann müssen wir schon das hier nehmen, ne? Snort Cocaine. Slow time, gain invul. Ich kann es nicht aussprechen, für 3 Sekunden. Bin ich mal gespannt gleich. Erstmal Briefbombe gegen den Kopf werfen. Ach, der Endboss kommt schon. Ich habe genug Munition, das ist sehr gut. Babababam. Helikopterkick gegen deinen Kopf. Babababam. Und wir werfen ihn einfach mit ein.
War jetzt auch alles langsam, oh mein Gott. Oh Gott, ey, man hört nur so ein Schniefen und dann wird alles langsam und man ist unverwundbar. Ach nee. Zu gut. Wow! Er hat mich runtergekickt. Du schießt mich nicht ab. Ey, was ist das denn? Leben. Nice. Irgendwie lustig. Sollte man natürlich nicht nehmen, ne? Nicht gut. Im Spiel ist es lustig. Oh, Munitionskiste. Brauche ich noch nicht. Jetzt kommt die Phase, wo ich mich... Nee, hä? Was ist das für eine Phase? Da war ich noch nicht. Oh mein Gott, er schmeißt die Gegner auf mich. Oh mein Gott. Da schniefe ich doch mal eine Runde. Muss aufpassen, dass ich meine Munition nicht so verschwende. Muss sie am besten nicht gegen ihn verwenden. Ah, ich habe mich getroffen mit der Minigun. Ich habe auch zu viele Gegner hier. Manchmal droppt die FPS einfach. Krank. Briefbombe gegen seinen Kopf. Jetzt warte ich kurz, bis er wieder da ist. Let's go. Das ist der Run, Leute. Das war echt krass. Nie ganz zu stark. Merken wir uns. Let's go. Es kommt doch Slow Motion automatisch. Headshots, einfach nur Headshots. Wir haben es geschafft. Jeff Bezos covers at your feet. Whimpering uncontrollably. Snot runs over his blood. Flaked lips. He's waiting for you to act. Ach so, das war Jeff Bezos. War das Amazon-Gebäude? Oder was ist los? Help him up? Oder stamp on his face? Stamp on his face. Jeff Bezos' face collapse beneath the heel of your shoe. You hear a satisfying pop and Jeff's dead whimpering louder. Stamp on his face or push him off? Ich schmeiß ihn runter. You push Jeff Bezos' mutilated body off the building. His gurgling cry takes a long time to fade. Now that you are the CEO, what do you do? Enjoy your success, increase minimum wage. Ich kann den Mindestlohn jetzt erhöhen für mich, oder was? Das mache ich natürlich. Ich bin CEO von Amazon, Leute. For the first time in the company history, the minimum wage is increased. The shareholders will be mad, of course, but you are ready for another fight. The end. Egomaniac haben wir freigeschaltet. Und den Conservative, der liebt ganz, das ist doch perfekt für uns. Können wir jetzt? No. $15. Ah, was bringt das? Egal. Jetzt haben wir hier auch so einen Pokal, dass wir es damit geschafft haben. Den will ich mit jedem haben. Auf jeden Fall, das war eine sehr coole Folge, meiner Meinung nach. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, einen Kommentar, schaut in die Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann spielen wir den Hammertypen hier. Handyman. Bis dahin! Ciao, ciao.